Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen auf dem Server Ratzhofen. Ich habe meine Berufung gefunden. Deshalb gibt es jetzt die neue Reihe Farmen mit Carmen. Aber den groben Stein. Die Stiefel natürlich. Wie gesagt, das sind Sachen, die muss nur der Richtige sehen. Das sind alles meine. Warum hat er nicht die anderen? Kriege ich jetzt nicht. Weiß nicht, ob ich das nicht mache. Das sollte doch eigentlich für Koch, für Köche, für Kochs, Holstein. Für Köche. Ein lukratives Angebot sein. Okay, also wieder. Ah, der fliegt neben mir her, der mich immer. Zeit ist Geld. Da sagst du was. Wo will er denn hin? Brauche ich den her? Wodurch? Habe ich den jetzt immer? Kleine Hallo. Schnatter, kleine Schnatterschnauze. Okay. Auf dann. Das sind Armor. 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 Ich Armor. Armor für Arme. Was heißt der Mac? Der hat mich total aus dem Konzept gebracht. So, das ist alles im Sumpfland. Das ist am Übergang zum Arati-Hochland. Das ist also mitten zwischendrin. Und das hier ist. Das ist. Ne? Das ist ja Quatsch. Das ist doch nicht da. Das hat doch. Das ist doch nicht die Quest. Ja, egal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal. Ach, das ist der auf der Brücke liegt. Da. Ja, dann fliegen. Gucke ich nach meinen Tieren. Ja, zweihändig. Hier. Relikt. Relikt und was Schönes. Wenn ich doch da was reinmachen kann. Was gibt's denn das Schönes? Oder ich glaube, Runen habe ich auch noch nicht. Achso, Runen, ja. Blüten. Gucken. Klong. So. Glyphen. Paladin. Und zwar natürlich. So, such mal. Geist, was für ein Geist? Ein Klang des Geistes. Sagt mir gar nichts. Habe ich noch nicht. Habe ich nicht irgendwas? Ich total. Nee, mich interessiert hier sowas. Das? Das oder das? Sowas. Lichtblitz. Lichtblitz ist. Kritische Trefferchance beim Heilen. So, irritiert mich jetzt, muss ich ehrlich sagen. Oh ja. 20%. Oh, dich muss ich doch. Du bist doch. Ja, du bist die billigste. So, okay, der. So. Zwei kann ich. Zwei und eine. Wie gesagt, ich mache zwei. Haben wir denn noch was für die Weihe? Ah, Weihe. Weihe ist cool.
Weil die benutze ich andauernd. Das sind für mich, sowas ist für mich wichtig. So, hast du noch kleine Glyphen? So sehen die aus. Der Weise, was ist denn das? Siegel der Weisheit. Deswegen der Weisheit. Siehst du da, das ist der Vampir-Name, Siegel der Weisheit. Siegel der Siegel des Lichts. Ich habe ja keine Weisheit, ich bin blöd. So, ja. Das sind alles große. Oh. Okay. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Ach, hat er mich wieder erwischt. Was sonst nichts zu tun, Junge? Ah. Nein, Güte. So, wir waren bei Glyphen. Bei Glyphen für den Pala. Zwei hatte ich mir schon besorgt jetzt. Und eine geringe brauche ich noch. So, das sind Segen der Könige. Habe ich den Segen der Könige? Siegel des Befehls. Das wird erheblich. Ne, ich brauche ja erstmal, weil ich hier gar nicht. Der Weise sagt mir nichts. Siegel der Weisheit. Ne? Hier sind kleine Handauflegung. In 5 Minuten Handauflegung. Minuten. Klingt Zeit. Das klingt sinnvoll. 5 Minuten weniger von 20, das ist schon. Okay, so, dann haben wir die erstmal. Und den Rest schauen wir dann. Nee, Relikt wollte ich. Eigentlich wollte ich, war hier wegen Relikt. Wo finde ich Relikt? Aha. Was ist das? Ja. 350, was soll das sein? Hallo? Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht für Ruf sind, aber. Ins. Na gut, dann haben wir aber erstmal. Das sollten wir ja stärkemäßig auch noch mal aufgerüstet haben jetzt. Oh, der kleine Fisch. Ja, komm, ich setze dich noch mal rein. Ey. Das ist 20% mehr. Weihe verlängern.
und das Heilen schneller möglich machen. Gut. Stufe 80, okay, das dauert noch ein bisschen. Stufe 50, 70. Und das ist keine? Oder? Ich glaube jedenfalls, bitte schreibt doch mal eure Meinungen in die Kommentare, damit hier erstmal Leben in die Bude kommt und zweitens, damit ich auch mal weiß, ob ich das so, wie ich denke, meiner Meinung nach sinnvoll gekauft habe. Oder ob da etwas anderes eine bessere Wahl gewesen wäre. Weil wie gesagt, die ganzen Handauflegungen und Siegel und auch im Pakt und keine Ahnung, was da alles gibt. Das verwirrt mich, da blicke ich nicht durch. Und damit abklingt es halt 0,3% Chance und so ein Blödsinn da. Ich will mit euch. Da wollen wir hin. Da hoch. Ach, Sumpfland. Sumpfland lohnt sich nicht. Weil es liegt ja auch zwischendrin. Zur Not können wir immer noch mal holen. So. Und dann können wir jetzt direkt uns auf Vogelbürge des Hügellands konzentrieren. Süderstade. Wie gesagt, am Anfang natürlich Low-Level-Ecke. Mit Leder. Ne, mit Leder. Seid gegrüßt. Hi. So, aber danach dann. Hier Hinterland habe ich auch schon geholt. Arati. Aber da will ich jetzt erstmal Action machen in der Gegend. Vorgebirge. Gehen wir mal runter. So, da hier, ja, hier seht ihr alle viel Zinn, also auch zum Leveln Eisen, damit wir irgendwann mal an die 155 rankommen, zum Goldhacken. Und später dann natürlich auch mit Triel oder Echtsilber war, glaube ich, auch 155. Werden wir sehen. Dann haben wir ja, war das hier? Nee. Das ist, glaube ich, auch hier. Ja, hier ist das die Höhle. Da ist die Höhle. Hier, das ist alles in der Höhle möglich. Plus natürlich das Leder, das man von den Yetis da verhältnismäßig leicht ernten kann, würde ich mal sagen, aber ja, was anderes ist es ja nicht. Die Gegend ist also deutlich lukrativer als Rotklammi-Bürger. Und natürlich noch anspruchsvoll die Quests. Huch, ich weiß gar nicht mehr. Reiches Thorium, wie es aussah. Ja, das ist ein Uran. Ja. Weil da hatte ich am Anfang gedacht, oh, ein neuer Fluchpunkt oder was? Weil durch das grüne Ausrufezeichen. Aber. Aber die Fluchpunkte werden gar nicht mit einem grünen Ausrufezeichen dargestellt. Ja. Hier, kleines Thorium.
Auch dieses Schwert können wir wieder lange haben. Aber wie gesagt, der nächste Ausrüstungsschub kommt dann auf Stufe 40 mit der Umrüstung von schwerer Rüstung auf Platte. Und waffenmäßig muss man dann mal sehen. Vielleicht finden wir ja bis dahin schon wieder Rarmobs, die uns dann was deutlich Besseres droppen.